Und auf ein neues Miramar. Der ist in den Boden gepackt. Wo, was, wann? Der ist in den Boden gepackt. Echt? Ja, hier. Bei mir nicht. Bei mir nämlich hier so eine Etage tiefer. Nö, das ist nur bei dir. Okay. Bei mir backt sich alles in den Boden. Oh! Gib mir was Schickes angucken. Das Graffiti hier? Ja. Voll in den Rücken gesprungen. Jo, weiß. Proseritus? Proseritus. Proskritus. Proskritus. Bumm, gegen Gaun, gegen die Wand mit der Faust. Ich flieh noch. Mann. Wegrennen vom Flieger. Hm. Du bist dran. Das ist deine Karte. Ich entscheide auf der anderen. Okay. Schwierig. Da ich es hasse. Wir sollten vielleicht mal bei harten Zeiten einfach machen. Jeden Kill einkurzen. Ich meine, wenn es schnell ist, können wir einfach hier runter. Du spinnst. Dann nicht. Nee, so schnell will ich dann doch nicht die Runde, danke. Ja, dann gehen wir halt wieder hier unten. Ja. Dann gehen wir da unten wieder dann klappern. Okay. Fallschirm. Powergrid spiele ich ja immer alleine. Hm. Kommst du auch mal weg? Ja, fast immer. Ich dachte, hast du viel los. Ja, und? Ja, zu zweit ist es immer scheiße. Das Ding ist halt, du musst eine Waffe finden. Wenn du eine vernünftige Waffe hast, ist das eigentlich kein Ding. Hm. Bis jetzt hatten wir noch nie das Glück, richtige Waffe zu finden. Ja, Powergrid, Picado und Hacienda sind so drei Punkte, wo eigentlich immer Waffen sind. Ich meine, vor die andere finden. Ach so. Dum, 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 dum. Jo. Geil, wie ich runtergehe, ich krieg sowieso nur zwei Granaten und mach den dritten Platz. So, beschlossen. Hast du jetzt beschlossen? Naja, ich finde in der ersten Station, wo wir uns runterkommen, nur Granaten. Ich hab eine Rauchgranate. Oh ja, ich meine schon mal rauchen. Aber du weißt schon, dass Rauchen ungesund ist. In dem Fall wäre es ja egal, wenn ich den auf den anderen werfe und er stirbt daran, wäre es doch gut. Rauchgranaten können tödlich sein. Sie könnten sich drin verlaufen oder ein Kopfschuss passieren. Ups. Bin fertig mit der Halle. Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus? Leer. Alles? Hey, wir sind in der Zone. Ich kann dir einen Schalldämpfer geben. Ja? Bäh. Hab ich nicht. Ja, kann ich doch keinen geben. Erst runter, dann wieder hoch. Erst runter, dann wieder hoch. Natürlich. Rauf da. Und runter, immer wieder. Hoch und runter, immer wieder. Nee, rauf und nieder, immer wieder. Genau. Ich war natürlich nicht live im Stream. Hey, Mikro, Uzi. Eine Pfanne. Glückwunsch. Hat mir gerade auch nicht das Leben gerettet. Und ein Vierer. Ich hätte, mir wurde bestimmt ein, zweimal auf den Hintern geschossen. Und ein Vierer. Aber bei dem Knackarsch können die meisten nicht widerstehen. Aber meiner. Tja, verteidigen besser. Hier wäre noch eine Einerweste. Habe ich. So, lass mal gucken, wo wir da noch hingehen. Lang. Ja. Ja, da. Puck, endlich getötet. Hey, was? Captain Slowpoke, endlich getötet. Mit Kopfschuss. Nee, das war jemand anders. Ach, egal. Tod ist tot. Ja, aber du siehst ja oben, es sind bloß noch 60 am Leben, also 66. Ja, weil die alle in die Hauptschutz-Dingsbums gehüpft sind. Richtig. Alle da, wo alle hinspringen. Richtig. Und machst noch bum, 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 tot. Und dann wunderst du dich, warum du die Hälfte nicht mehr siehst. Ja, aber die meisten denken sich, hey, cool, wenigstens 6 Kills gemacht. Wenn du da stirbst. Oh, gut. Das stimmt allerdings. Oder du stirbst halt ganz, ganz schnell und denkst dir, oh, scheiße drauf, neue Runde. Ich geh gleich ein Haus weiter, kannst in das Vorderste rein. Ja, hau ab, Ladies first, verpiss dich, husch, kriegst du
Schallgedämpfte UMP in den Popo. So. Hast du etwa eine? Ja. Zählt. Seht ihr? So hört mir mein eigener Mann zu. Ja, also. Und da wundern sich Leute, dass ich echt manchmal eine Krise kriege. Jo. Ich bin gerade die Tür hochgelaufen. Ist das nicht toll? Ich habe immer noch keinen Helm. Ist das nicht toll? Ja, ja, habe ich auch nicht. Überbewertet. Ah, ein Helm. Oh, ein Helm. Tja. In dem Spiel muss man sich nur beschweren. Ja, ich habe einen Achter. Ich habe einen Vierer. Ich habe aber keine Waffe für einen Achter. Ja, versuch mit einer UMP mal mit dem Achter zu schießen. Mir wäre noch eine 16. Kann dir gerne ein bisschen was an Schuss abgeben. Okay. Ein UMP-Schuss? UMP kann ich dir auch geben, ja. Notfall. Nö, nö, behalt mal, behalt. Aber die 16, falls du sie haben willst, wie gesagt, dafür kann ich deine Munition abgeben. Nö, behalt mal, behalt. Ich hab ja eine, da lag halt noch eine. Nö, behalt mal, behalt. Okay, den Dreierhelm darf ich auch behalten, ne? Behalt mal. Du bist eh mal der Erste, der ausgeführt wird. Also, warum sich drum streiten? Wieso fand ich... Hier ist noch ein Vierer, ich bring's dir mal, ne? Joa, bringt's mir, ich hab nur einen Pedu-Arschgeige. Das ist gar nicht mal so... blöd mit der UMP. Rechnet keiner, ne? Genau, vor allen Dingen schallgedämpft. Das hört kein Mensch. So, jetzt mal gucken. Wo wollen wir jetzt das nächste sehen? Hier, erstmal der Vierer. Was? Hm? Vierer. Mit der UMP. So. Wohin du markierst? Das ist deine Karte, deine Karte. Luki, Luki, da. Aber in die Stadt? Nee. Ah, ist so eine kleine Stadt, oder? Vier Häuser? Die ist eine absolute Großstadt. Kommt drauf an, wie viele Leute da reinpassen. Also gequetscht vielleicht ein paar mehr. Wenn du sich stapelst oder so. Da passen dann bestimmt so 300-400 Leute rein. Ja, siehst du? Pro Haus? Weiß nicht, aber wann ist denn eine Stadt? Keine Ahnung, 5000 oder sowas? Könnte schwer werden, aber 1000 kriegen wir sicher zusammen. Größer würde ich Usedom jetzt nicht einschätzen. 1000... So viele Einwohner? 5000, ja. Wirkt aber Usedom ganz schön klein. Deswegen sage ich ja, mehr als 5000 sind es auf keinen Fall. Ja, aber wahrscheinlich weniger. Nee, es waren sogar mehr als man dachte. Ja, du, mit dem Denken haben wir ja sowieso verstanden, dass das nicht so dein Metier ist. Danke. Bitte schön, Schatz. Gehst du die Halle? Auch? Ja, klar. Gut, dann gehe ich hier das Haus. Hier ist noch eine Pfanne, falls du willst. Hm. Oh. Hey, ich weiß, sie hat mir auch gerade nicht das Leben gerettet. Tut sie es aber doch hin und wieder, also von daher wäre es vielleicht eine Überlegung wert. Hallo M16. Meine vorhin wolltest du nicht. Nee, ich wollte meine eigene Pfanne. Wo ist die Pfanne? In einem Container. Ich nehme auch die Dreierweste, die da drin lag. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich hatte ein Dreierhelm und eine Dreierweste. Von wegen, gut, er ist eh immer der als erstes ausgenockt wurde, dann kann ich so verstehen, dass er den Dreierweste will. Wenn er eh mal als erstes drauf geht, braucht man eine Dreierweste. Woran sind wir eigentlich eben gerade gestorben nochmal? An Dummheit. An Dummheit, okay. Ach ja, weil wir zu spät losgelaufen sind, stimmt. Sag ich doch an Dummheit. Ja, okay, da hätte auch die Dreier-Sache nichts gebracht. AKM, ne? Ich nehme eine AKM. Ich hätte noch für dich Muni hier. Für was? 3, 5, 6er. Okay, klar. Nimm ich. Ja, hast du zu nehmen. Guck mal, ich bin sogar nett. Hier ist so eine Vektor. Meine Vektor? Meine Vektor. Hast du ein erweitertes Magazin? Für was? Vektor. Nö. Noch nicht. Kann aber noch kommen. Schon, dass ich so ein bisschen... Ein bisschen unbeholfen rumlaufe, aber ich habe überhaupt keinen Plan. Wo wollen wir denn nach hier hinten gehen? Ja. Mal ein bisschen dafür, dass du keinen Plan hast, stellst du dich aber relativ doch gut an. Ja, stimmt. Ich glaube, ich... Das letzte Runde habe ich nicht, aber davor die Runde habe ich 3 Kills. Also... Ja, und vor allen Dingen ein ganzes Team da alleine. Einen. Ja, den einen haben wir zusammen ausgenockt und den anderen habe ich einfach nur erschossen. Ja, deswegen. Aber ich habe ihn auch einfach nur als erstes gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich in dem Moment einfach nur Glück. Ich brauchte einen 7-6er und 5 und
Dings, weil meine gescheit gedämpfte UMP. Weißt du das? Nee. Oh, Feinde! Niemals. Würde doch niemals durch eine Scheibe gehen. Chaos sucht Chicken Dinner für zwei. Boah, hier wäre, glaube ich, ein heller Zweierhelm besser als... Mach ich mal die Tür auf. Lauf gerne im Kreis. Okay. Hier habe ich noch ein bisschen Uni, ein Schnellwechselmagazin. Falls du für die UMP ein Schnellwechselmagazin findest, nehme ich auch. Ist hier... Ja, kannst du es mitnehmen? Also eher ein erweitertes, das wäre sogar noch besser, aber... Ja, aber ich habe ein Schnell. Das wird mal nicht gierig. Ja, 13 Schuss in der Vektor sind weg. Ja, aber es wäre besser, als wenn du gar kein... Nix. Ey, guck, ich bin... Danke für das Hast du zufällig einen Griff, den du tauschen kannst? Nö. Weil ich habe nur so einen abgewinkelt. Meine Waffen. Ich habe halt nur so einen abgewinkelt. Den kannst du gerne haben, weil den kann ich auf die Vektor nicht machen. Okay, ja, den anderen habe ich nicht. Okay. Komm, wir gehen da runter. Wir fahren... Wir laufen zu hoher See, zu See. Wir fahren zu hoher See. Hey, hey. Wir fahren? Ja, warte. Nee, 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 nee. Ja, ich sag doch Chaos pur. Halt Gaga. War spaßig. So. Ja. Erstmal hinkriegen, ne? Richtig. Komm, geh zu den Heubahnen. Das liegt bestimmt das, was du brauchst. Ich würde jetzt lachen, wenn da wirklich das liegt, was du brauchst. Bist du jetzt da hingegangen? Hier liegt AKM-Muni. In der Kirche. Hallo, ich möchte gerne ins Haus. Ja. Ach, schön. Ein Schalldämpfer. Willst du noch einen Schalldämpfer? Ja, klar, für die Vektor. Okay, da ist ein Schalldämpfer. Ich geh mal beichten, okay? Ja, ich kann die AKM-Muni gerade nicht so richtig einstecken. Ich hab's nämlich vergessen. Ja, ja. Hier ist noch deine Vektor-Muni. Hm, hab ich genommen. Ah, ein bisschen Hier wäre Heilung. Noch ein Holo. Ich hab einen 8er und einen 4er. Brauch ich ein Holo? Weiß ich nicht. Natürlich brauch ich ein Holo. Lag da irgendwo rum. Super. Ich weiß, es ist voll aussagekräftig. Lag da irgendwo rum. Ey, Alter, die lag da. Echt jetzt? Was? Voll auf die andere Seite. Bin aber nicht rübergekommen. Da lag nämlich noch 9er Muni und eine Rauch. Weißt du, wer mit Rauch. Du hast ja gesagt, jetzt nur noch eine. Holorum? Holorum? Zweierweste, warum sagst du nicht, dass hier eine Zweierweste liegt? Ich dachte, du hast eine. Und einen Vertikalgriff. Den brauche ich. Ja, ich weiß nicht, warum du den nicht mitnimmst. Weil ich ihn übersehen habe. Hier ein Holo. Ich habe die Vektor mal weggeworfen und habe eine M4. Okay, warum? Falls du willst, eine Ska. Eine Ska. Besser als eine AKM. Definitiv. Soll denn den Achter haben? Nö. Warum nicht? Ich will die nicht. Hier über die scheiß Mama! Über die Mama! Ich hab dir noch ein bisschen Muni dazugelegt. Schön. Zu einer 7,6er Muni? Nö. Hm. Gut, dann wechsle ich jetzt 90. brauch das. Ich hab den Dingsbums aus dem nicht gefunden, ne? Nur so Was? Nehmen. Du, hier liegt ein erweitertes Wechsel. Ne? Für was? Für die UMP. Die brauch ich du hast weggeräumt, ne? Genau, die habe ich ja weggeworfen. Die. Wie viel Heilung hast du? Ich habe ein Erste Hilfe und zwei Schmerz. Ja. Und da. Oh, cool. Hast du noch irgendwelche Sex-Mensch? Nein, ich brauche selber. Bräuchte alles. Ah, du hast nur die 16, ne? Ich bräuchte nein, ich habe M4 und M16, also ich habe zwei. Ich bräuchte Griffe, ich brauche alles. Also kriegst du nicht. Ich habe gar nichts dran, außer einen Schulterpolster. Wir müssen wieder rein. Rausgelaufen. Wir sind aber nicht weit weg. Nö, komm, wir laufen. Yep. Versohl dir den Popo. Also wie gesagt, wenn du irgendwas findest an Erweiterung, was du nicht brauchst, nehme ich gern. Ich brauche erstmal selber alles, ne? Ja. Wieso, Griff hast du doch schon, oder nicht? Ja, aber ich habe jetzt einen Scar. Wo hast denn du den Griff dran? Achso, an der UMP, klar. Logo an der UMP. Also manchmal glaube ich, dass er Gehirn von meinem Mann setzt aus. Joa, ist ein Sieb, weißt du doch.
Ja, nee, das hat nichts mit sieb zu tun. Das setzt einfach aus. Nee, das ist kein sieb. Bock mehr. Nee, hat einfach keinen Bock mehr. Und was hast du eigentlich jetzt in Vierer drauf? Danke für die Loots. Danke für die Loots, Cornelia. Auf der UMP. Achte auf das KL. Achte auf das KL. Mach da einen Rotpunkt oder Holo drauf. Habe ich ja nicht gefunden und du hast mir ja nicht gesagt. Wo bist du, Arschgeige? An der Kirche. Cornelia. An der Parkbank. Streitest du dich auch so mit deiner Frau manchmal? So richtig liebevoll arschig? Nö. AKM. Nö, ich wäre jetzt... UMP. Sollte man vielleicht die UMP noch auf automatisch stellen, ne? Außer wenn du Vierer hast. Feuerstoß oder Dauer? Wenn du Vierer hast, ist Einzel. Nee, ich tausche die ja gleich. Die Sky geht Vierer und die Holo hier. Okay. Ich muss nur eins finden. Und das Achter lasse ich irgendwo im Feld liegen. Nee, dann gibt's eher gleich mir. Ich hab's ja schon dreimal angedreht, du willst es ja mal nicht. Nimmst du's? Nö. Nimmst du's? Nö. Nimmst du's? Nö. Ich habe einen Rotpunkt. Glückwunsch. Willst du tauschen? Ihr Radar. Ein Holo? Ja. Cool, dann tausche ich natürlich gerne. Achtung, ich bin so richtig kacke 30, nimm die Tür. Guck mal, hier kriegst du das. Ich brauche noch das andere. Nee, das wollte ich ja nicht. Hier ist noch ein Zweier-Rucksack oben. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Na dann, komm. An den Schädel. Jetzt hab ich... So. Er hat gerade nicht zugehört. Kannst du da deiner Freundin zuhören, während du hier im Stream zuguckst? Also echt. Unverschämt. Hi. Hi. Hi, Ehemann. Ja? Ob du dich und deine Freundin auch so streiten manchmal? Halt so spaßig, aber doch ein bisschen so... Ah, bisschen... Wollen wir da schnell hingehen? Guck mal da gerade. Was, wo? Haus? Was für ein Haus? Geradeaus! Die Zone kommt aber schon, ne? Ah, aber den Moment haben wir noch. Ist ja nicht weit weg von der Zone. Ist ja so. Hopp. Reingespuckt. Hopp, und drin? Ja, guck mal, aus dem können wir einen Bulli nehmen. Nee. Bergauf. Ich will noch zu den Häusern da oben. Der ist... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Zone ist gleich da. Ja, joa. Scheiß dir mal nicht ins Hemdchen. Ja, das sowieso dafür nicht. Bin ich ja da. Nimm das kleine Haus. War so klar. Tschüss. Nö. Tschüss vor Schaden. Tschüss vor mir, du willst nicht kuscheln. Ha, Heilung. Mehr Heilung als du. Ich habe hier nichts gefunden. Geh in die Zone. Zum Aufgehentür? Eine Rauchgranate. Und ein Holo. Rauchgranate, die ich nicht mitnehme, ist auch. Und eine Blendgranate, weil es so Spaß macht. Hallo, Zone. Tschüss, Zone. Ja, dim, 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 dim. Wie war das? Das Schönste am Streit, die Versöhnung. Nur für 18-Jährige. Versöhnung nur für 18-Jährige? Ah. Für 18-Jährige, die wissen, was es ist. Versöhnung. 3. Meinst du, das wissen nicht auch schon welche, die ein bisschen jünger sind? Zum Großteil? Nee, nein. Sehe ich gar nicht ein. Nee. Wie weit müssen wir? Keine Ahnung. Ich lauf einfach. Ich hab noch schnell gelootet, deswegen. So, joa. Bleib da. Kann auch ohne dich. Ein Stück. Meistens bist du eh ausgenockt. Ich hab mal mit Orange den Zonenrand markiert. Meistens, wenn, wenn ich zum Schießen komme, bist du ausgenockt. Ja. Ich hole dann die 2 Kills und heb dich dann auf. Kannst du gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Die 2 Kills? Ja, ja. Oder dich aus? Naja, mich aufheben ist schön. Wenn du dabei aber noch die 2 Kills geholt hast, ist das natürlich top. Echt, klar. Jetzt bleibe ich an dieser kleinen Rille hier hängen, ey. Glaubst du sowas? Boah. Weißt du, normalerweise würde jeder Mensch einfach, wenn er Füße hebt, einfach rüberklettern, aber nee, der bleibt hängen. Sei froh, dass wir inzwischen klettern können, dass die das inzwischen gelernt haben, die Menschen hier. Ich will da oben aufs Dach? Aufs Dach geht nicht. Da musst du mit dem Fallschirm landen. Ach, Sack.
Okay, hier war definitiv keiner looten. Ne? Nee, hier liegen zwei M16 noch mit kompletter Munition. Schön. Also wenn du noch ein bisschen was willst. 100, ich habe jetzt erstmal 180 oder so. Ich habe jetzt 270 auf das KL. Ja, nimm mal. Ich habe selber noch was gefunden. Ah, erweitertes Schnellwechselmagazin. Du oben drauf? Ja. Ich hab eine Mini. Sniper. Und Zweiervisier. Auch mal. Zweier, finde ich doof. Echt? Ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Jetzt hier. Ich geh auf. Hi. Wie, was, was? So, jetzt sitzen hier drei drin und erschießen uns. Deswegen gibt es doch 12-jährige Kinder. Ich schätze da ein bisschen auf. Komm, wir müssen. Die Zone kommt schon. Ja, klar gibt's die. Da habe ich auch nicht gesagt, dass das nicht so ist, ne? Aber ich hab's. Du hast Kinder, ich habe Kinder. Wollen wir, dass sie das wissen? Nein. Oder? Das willst du, dass deine Kinder mit 12 schon wissen, wie das Ico-Ico und das Versöhnen funktioniert? Behindern kann man es dann eh nicht. Natürlich, verhindern kann man es nicht, aber man kann sie ja wenigstens vorwarnen und ihnen genug sie voll bombardieren mit Pille und Kondome. Ja, das ja klar. Ich glaube, meine Kinder werden Lebensvorrat an Kondome haben. Alle Bede. Nur damit es nicht, ich werde mir die Daten aufschreiben, weil die abgelaufen sind, dann kriegen sie immer neue. Und voll in der Aufnahme alles drauf. Ist egal. Beweise für später gesichert. Genau, wenn sie meckern, dass sie zu wenig haben. Du hast ja aber damit gesagt. Genau. Aufklärung ist, glaube ich, das A und O bei Kindern. Klar, es kriegen genug in der Schule und von Freunden, aber ich glaube, von den Eltern mal so richtig Tacheles am Kopf geklatscht kriegen, ist, glaube ich, ist viel, viel mehr wert als Schulunterricht. Boah, ist das hier blöd. Jo, ich gehe da hoch. Du kannst sagen, was du willst, aber ich will die Häuser so ein bisschen als Deckung. Ja, müssen wir aufpassen, dass da keiner drin ist, aber ja. Oder dass keiner von hinten kommt auf diesem freien, kilometerweiten Feld. Vielleicht müssen wir eh da lang. Ja, wir müssen da lang, also. Direkt weiter, oder? Ja, ist sehr weit. Direkt weiter. Ach, du hast zwei Söhne, ne? Ach du heilige Scheiße. Jo, gar nicht offen. Ja, nicht offen. Mann, das ist mehr als Fenstertür und Dach ab. Das ist ja offen, offen. Also wow. Hier, Endzone, hast du ja null Deckung. Ja, das macht auch bestimmt nur in Third Person Spaß. Wenn die nicht mal liegen sieht. Das ist Granatenwurfanlage. Ja. Nee, ich möchte auch nicht, dass mein Sohn mit 12 ankommt und mir erzählt, ja, Mama, ich werd Papa. Weil, dann... Klar werde ich zu ihm stehen, klar werden wir ihm helfen, dass er seine Schule beenden kann, aber klar kriegt er von mir erstmal eine ordentlich gepfeffert. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass mein Kind eine Backpfeife kriegt. Wenn er mit 12 ankommt, ja, Mama, ich werd Papa. Drei Söhne. Drei Söhne. Ich wusste, dass du drei Kinder hast, aber ich wusste jetzt nicht, ob das alles drei Jungs waren. Mann, da freut sich deine Frau sicherlich. Oder wollte die auch nur Jungs? Also, die meisten Mütter wollen ja so Mädchen und die meisten Jungs, Männer wollen ja eigentlich auch es Söhne. Es sind übrigens noch 14 am Leben. Haben wir schon den Gegner zwischendurch gesehen? Nö, ne? Nee, wir kamen von einer guten Seite. Ich glaube, bei uns ist keiner gelandet auf der Seite. Ja, hier ist auch kaum Deckung. Ja, ein bisschen Hügel, ne? Kannst du dich auf dem Gras schauen? Links hinter uns. Auto. Auf der Straße. Bei uns. Häuser sicherlich auch. Und oben auf dem Hügel, die wurden nämlich gerade beschossen. Okay. Ja, vor uns die Häuser sind auch nicht unbedingt best. Aber ich sehe da jetzt keiner am Fenster hochgucken. Eh runter. Irgendwo haben die mit dem Bulli angehalten, links von uns. Nee, da auf der Straße fährt er noch. Geh jetzt hier so seitwärts rum. Ja. Wenn ich den Stein hier gleich jetzt... Ah, hier sind wir auch gut. Hier sind wir wenigstens ein bisschen. Sind wir da echt drinne? Mal hier so stehen? Vielleicht. Nimm den Hügel hier vorne, glaube ich. Wobei, der ist ordentlich drinne. Echt, da bist du drinne? Nee. Ich bin ja hier noch nicht mal drinne. Ich mach eine Kurve. Gerade. Mein hier nur.
Ich glaube, die haben mit dem Bulli hier vor uns irgendwo angehalten. Boah. Ist ja auch hier kacke, ne? Halleluja. Ja, freust dich hoch, ne? Das wird kein Häuser. Das wird ja los. So, ein bisschen Bewegung tut gut. Bewegung. Da. Lieber drei Jungs als eine Zicke. Aber wir Kerle sind hier die Oberzicken, um ehrlich zu sein. Das ist traurig. Wobei, bei uns ist die Kleine eher die Zicke. Oh nein, wir müssen zurück. Häuser hin. Ja. Wir warten noch. Wir haben hier gerade Deckung. Oder? Nö, ich will nicht die Letzte da sein. Pass aber auf mit den Häusern, ne? Ja, wir müssen aber noch über die Straße. Das weißt du, ne? Deswegen. Straße offen. Aber überall. Die anderen Häuser sind auf jeden Fall auch offen, da rechts von uns gesehen. Na, ich weiß auch nicht, wo ich lang will, ey. Wir brauchen einen Heuballen. Ein Mett im Kornfeld ist immer frei, denn es ist Sommer. Was ist schon dabei? Da. Hier sind wenigstens ein paar Bäume, aber wir müssen eh über die Straße. Sollten wir hier unten über die Straße Glück haben. Das letzte Mal, als ich über diese Straße bin, bin ich gestorben dabei. Ja, ist ein anderer Plan? Nö. Ja, renn einfach. Weil hier sind Hornballen. Hier vor uns ist der Bulli. Wir müssen auch noch in die Richtung. Die Mädchen können Zicken sein, klar. Gibt aber auch, also ich war zum Beispiel gar keine Zicke. Die sind bei den Heuballen. Bei dem gestapelten, ne? Ja. Shit. Die Zone kommt gleich. Was schießt du? Ja. Weg zu Lock. Ach, da, aber ich sehe es. Ja, ja. Boah, ich sehe durch dieses Gras hier gar nichts. Ja, dann müssen wir jetzt bald vorwärts. Mhm. Wollen wir was machen? Ich zirkel ein bisschen. Okay. Sieh mal ab. Komm doch. Der eine hat zwei Hits. Den einen habe ich durch den Kopf ausgenockt. Gut. Muss also erstmal seinen Kollegen holen. Muss jetzt ran. Gleich außerhalb der Zone. Oh, der war aber kurz. Er hat zwei Hits. Beide tot. Okay, Deckung. Das wird Deckung benutzen? Ja, ja, ne? Ich muss mich hochheilen. Außerdem müssen wir eh wieder nach oben, ne? So ein Stück weiter. Da. Was hat er denn? Erstmal ein Schmerzmittel nehmen. Schallgedämpfte, ganz dicke Waffe links von uns. Oh, na super. Wir laufen also gleich in eine schallgedämpfte Gegend. Juhu. Das ist eine Ave oder sowas? Gar nicht dick. Eine VSS, ist es ja auch mal was. Nee, das ist eine M24, okay. Wir haben aber keinen Dreierhelm, also bringt uns beides nicht. Hier, ne? Ich hab den Dreier komplett ausgestattet. Wollen wir mal gucken. Nimm noch mal Zeit haben wir ja noch. Ja, der hat den Bus. Ist halt jetzt schwer zu sagen, wo die sind, ne? Bei so einer kleinen Zone. Mhm. Ich glaube, der Heuball da drüben ist nicht mehr drin, aber dafür ist die Straße drin. Ja. Fällt mir gar nicht. Wir müssen gleich los. Weil ich gehofft, dass die anderen sich beschießen. Mhm. Ich sehe Spieler vor uns. Wo? An der Straße. Ah, ist auch gerade. Ah, da. Einmal angeschossen, aber es bringt ja nichts. Wir müssen jetzt auch weiter. Mhm.
Wo ist das denn der dritte? Der ist links von uns. So, ich bin am Heuballen. Links von uns? Einer ist auf der Straße noch, oder wie? Oh nein. Ist doch nicht hier ernst. Der Traktor wäre Deckung. Einer ist links von uns, zwei vor uns. Also einer ist noch oben auf der Straße und einer ist hier unten. Genau. Beide an, und der oben auf der Straße ist der mit der Dicken. Wow. Stecke ich mich lieber von der Straße hin. Krass. Rüber, ne? Oder zumindest ein bisschen ran. Ja. Der hat mich geschossen durchs Dings. Ich sehe ihn. Ja, hoffen wir mal, dass du mich wiederholen kannst, ey. Nein. Die kommen dichter, pass auf, die werfen. Werfen die was? Ich hab grad versucht auszunocken. Hast du ihn endlich getötet? Nein! Ja. Von der M24. Der auf deiner Seite gewesen. Letzte. Ach, verdammt, unter den Tisch gerutscht. Oh, fuck. Ich will wissen, wo der war. Ja, versuche ich auch gerade. Ja, deiner siehst du nicht. Du siehst nur deinen, von wo der geschossen hat. Der doch, ich sehe klar. Ich sehe unten auf der Karte, wo der andere geschossen hat. Der war oben echt noch und auf dem Berg. Gilly. Der hat den Gilly. Die Kleine. Ja, okay.